Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben mal wieder das Thema RS6, RS7 Single Turbo mit einem Garrett G42 1200 Turbolader, den wir einbauen werden. Beim letzten Video kamen leider die Details ein wenig zu kurz, weshalb wir dieses Video ein wenig umfangreicher gestalten werden. Und aus Zeitgründen werden wir das Video dann auch in ein paar Teile splitten. Wir zeigen euch die Modifikationen, die wir am Zylinderkopf vornehmen. Wir zeigen euch die Konstruktion von dieser ganzen Single Turbo Geschichte mit unseren selbstgegossenen Krümmern. Dann gehen wir nochmal auf das Thema Ladedruckregelung ein. Ich möchte dieses Ladedruckregelventil, dieses Vorportventil gegen zwei Pierburg-Ventile ersetzen und euch auch nochmal die Funktion der Wastegates erklären. Was machen wir noch? Kraftstoffversorgung ist auch ein Thema. Wir zeigen euch, wie wir die Intankpumpe umbauen und wie wir die beiden Hochpumpen umbauen. Und dann gehen wir auch nochmal detailliert auf die Wassermethanol-Einspritzung ein, wo wir an dem Fahrzeug die Düsen positionieren und welche Funktion die haben. Ja, heutiges Thema Kraftstoffversorgung ist auch für die interessant, die Golf 5, Golf 6 GTI fahren oder Hyundai i30N, also alle Fahrzeuge, die Hochdruckeinspritzung haben. Wir haben beim RS6 vorne zwei Hochdruckpumpen, die werden über die Nockenwelle angetrieben. Und wir können uns jetzt mal gerne im Detail angucken, wie so eine Pumpe von innen aufgebaut ist. Also wir haben ja im Prinzip einen Kolben, der in so einer Laufbüchse läuft. Die wird durch einen Kraftstoff wird die geschmiert. Und hier unten ist im Prinzip ein Stößel, der auf der Nockenwelle läuft. Und pro Umdrehung wird der Stößel dann drei- oder viermal betätigt, je nachdem, in welchem Fahrzeug die Pumpe jetzt verbaut ist. So, und unsere Kraftstofffördermenge ist natürlich über die Fläche und den Hub von der Nockenwelle vorgegeben. Und wenn wir jetzt natürlich mehr Kraftstoff fördern wollen, ist vor allem im unteren Drehzahlbereich interessant. Gerade hier so Golf 5 GTI zum Beispiel, da fing es damals an. Die konnten im unteren Drehzahlbereich, da war immer relativ wenig Kraftstoff fahren. Also wenn man viel Drehmoment fahren wollte, ist immer der Raildruck eingebrochen. Da ist man dann nachher hingegangen und hat eine Pumpe eingebaut mit einem etwas größeren Kolbendurchmesser. Dadurch habe ich dann pro Hub halt natürlich mehr Kraftstoff bewegt, mehr Kraftstoff zu den Injektoren hin bewegt. Und dann konnte man auch viel Drehmoment fahren. Ja, beim RS6 4 Liter TFSI, da sind zwei Hochdruckpumpen vorne verbaut. Die haben jeweils serienmäßig einen Kolbendurchmesser von 10 mm. Und die reichen, sage ich mal so, für bis zu 730 bis 750 PS reichen die originalen Hochdruckpumpen aus. Und dann sieht man immer schon im Log, dass der Raildruck dann langsam einbricht. Ja, und dann geht man halt hin, verbaut man Pumpen mit größerem Durchmesser. Die Pumpen, die wir jetzt hier verbauen, die haben einen Durchmesser von 11,5 mm. Wenn man das sich mal auf die Fläche umrechnet, haben wir dann ungefähr 33% mehr Kraftstoff, der uns dann zur Verfügung steht. Und dann gibt es natürlich das Problem, irgendwann ist man aber wieder an einem Punkt, da bricht der Raildruck vorne trotzdem wieder ein. Und das liegt dann halt daran, weil einfach von hinten aus dem Tank nicht genug Sprit nach vorne gefördert wird. Und dafür haben wir uns jetzt speziell beim RS6 eine super Lösung einfallen lassen. Die zeigen wir euch jetzt gleich im Detail. Und da können wir auch mal ein paar Messungen machen, so was so die Durchflussmenge angeht. Ja, hier mal eine originale Kraftstofffördereinheit vom RS6, RS7. Es gibt bei den Pumpen eine Besonderheit, und zwar ist das nicht eine ganz normale Gleichstrompumpe, wie sie in den alten Fahrzeugen verbaut waren, sondern wir haben hier eine Drehstrompumpe. Der Motor wird über drei Phasen angesteuert, ist vergleichbar wie bei so einem ferngesteuerten RC-Auto. Da sind also auch so Drehstrom-Brushless-Motoren und die werden über ein Drehfeld angesteuert. Und die Problematik besteht da einfach, man kann hier nicht einfach eine größere Pumpe einbauen, weil es da keine Pumpen für gibt, die das gleiche Ansteuerverfahren haben, die man einfach hier 1:1 tauschen könnte. Deswegen sind wir jetzt hingegangen und wir haben hier hinten schon einen zweiten Strudeltopf konstruiert, den wir dran schrauben können. Und da ist dann eine Zusatzkraftstoffpumpe verbaut. Die wird ganz normal über Gleichstrom angesteuert, plus minus. Da haben wir eine schöne Verschraubung für im Tank reingemacht, also für den Tankdeckel, damit wir die Kabel auch reinführen können. Und die wird im Prinzip über so ein T-Stück mit Schnappverschluss, Männlein, Weiblein, einfach hier in die originale Leitung dazwischen gesteckt. Und die können wir dann bei Bedarf halt zusätzlich zuschalten, damit der Kraftstoffdruck aufrechterhalten wird. Das ist also die originale Pumpe. Hier kann man sehen, da gehen auf den Stecker gehen halt vier Kabel drauf. Einmal Masse und dann die drei Phasen vom Drehstromfeld. Und hier an diesen Anschluss, da gehen wir im Prinzip einfach mit einem Schnappverschluss zwischen. Ja, mit unserer Zusatzpumpe. In der Zusatzpumpe ist serienmäßig ein Rückschlagventil innen drin integriert. Und wir fahren jetzt im Prinzip mit einem bedarfsgeförderten Kraftstoffsystem, einfach mit der originalen Pumpe, mit der originalen Ansteuerung. Und dann im oberen Drehzahlbereich, sobald der Kraftstoffdruck abfällt, wird dann automatisch, also wenn die Pumpe auf Anschlag läuft, wird dann automatisch die Pumpe mit dazugeschaltet und die fördert dann zusätzlich Kraftstoff mit hier rein in den Vorlauf zu den Hochdruckpumpen. Wir haben jetzt hier innen drin einen kleinen Überlauf reingemacht, den kann man hier unten sehen. Wir haben hier eine Saugstrahleinheit, die ist im Tank unten drin.
wenn die Pumpe läuft, das können wir gleich auch nochmal im eingebauten Zustand sehen. Also wir haben so ein Versuchsapparat mit so einem, wo wir Kraftstoff in dem Behälter haben, da können wir die gleich mal laufen lassen. Da kann man sehen, also die Pumpe, der Sprudeltopf wird immer ran voll gehalten. Selbst wenn der Tank jetzt relativ leer ist, wird dieser Topf hier durch diese Saugstrahleinheit immer ran voll gehalten. Und durch den Überlauf wird dann auch zusätzlich dieser Tank mit aufgefüllt. Und wir machen nachher mal ein Experiment. Wir lassen die also mal beide Pumpen unter Volllast laufen. Im Worst Case, dass wir vorne im Prinzip gar keinen Druck abnehmen, also als ob ein Schlauch abgerissen wäre. Und das sollte dann so funktionieren, dass dann die Töpfe trotzdem nicht leer gesaugt werden, sondern weiterhin oben der Kraftstoff oben überläuft und der auch weiter gefüllt wird. Ja, hier noch die Stromversorgung. Wir haben hier eine vierpolige Tankdurchführung genommen aus dem Motorsportbereich für so ATL-Tanks zum Beispiel. Wir haben deswegen vier Pole genommen, weil wir eine relativ hohe Stromaufnahme haben. Da haben wir immer zwei parallel geschaltet, also zweimal Plus, zweimal Minus. Und gleichzeitig können wir diese Verbindung auch für eine spätere Verwendung mal verwenden, wenn wir zum Beispiel irgendwann mal Drehstrompumpen haben im Zubehörmarkt. Ja, dann könnte man auch damit wieder ein Drehstromfeld auf die Pumpe geben. Ja, hier oben kommt dann noch ein Stecker drauf, der verschwindet unter der Rücksitzbank. Da geht extra eine Ansteuerung von vorne von unserem Controller, der die Pumpe ansteuert. Eigentlich eine relativ einfache Sache. Haben wir relativ lange dran rumgefummelt, bis das wirklich so funktionierte, wie es jetzt funktioniert. Aber es ist eine ziemlich geile Lösung. Eine Sache habe ich ja auch noch. Das ist hier unser erster Prototyp gewesen. Den haben wir damals aus ABS gedruckt. Musste man leider feststellen, dass er nicht kraftstoffresistent ist. Der hat sich natürlich dann irgendwann aufgelöst. Und das größere Problem war eigentlich vom Durchmesser her, wenn man sich jetzt mal den originalen Topf anguckt, der ist viel zu groß. Ja, also wir müssen diese ganze Konstruktion nachher im Tank zusammenbauen. Also erst den Topf rein, dann den anderen rein und dann mit den Fingern muss man dann irgendwie hier auch die Schrauben wieder reinkommen. Im Tank muss man das alles wieder zusammenfummeln. Und hier war halt das Problem, der passte gar nicht durch die Öffnung. Ist dann nur noch hier ein Anschauungsobjekt, können wir wegschmeißen. Also Versuchsaufbau sieht wie folgt aus. Wir machen hier gleich Kraftstoff rein, stellen die Pumpe rein, steuern die mit dem originalen Signal vom Fahrzeug an. Da gibt es einen Test von der Pumpe, die kann man dann mit VCDS für eine halbe Minute ansteuern. Ich habe jetzt hier einfach Kabel vom Tank verlängert, stecken wir hier oben drauf. Für die Pumpe, ja, rastet gar nicht ein. So, und dann befüllen wir das Ganze erstmal und dann machen wir nachher hier einen Schlauch drauf in einen anderen Behälter und dann können wir die Durchflussmenge bestimmen. Schlüsselbatterie leer. Ja, ist natürlich vorne alles zerlegt, deswegen haben wir da ein paar Fehlermeldungen. Ja, zum Entlüften reicht jetzt zum Messen leider nicht. Da muss gleich nochmal einer ein bisschen Sprit holen fahren, weil in dem Tank war nämlich auch kaum mehr was drin. Ja, zum Versuch nochmal wie folgt. Damit wir hier überhaupt eine funktionierende Saugstrahlpumpe haben, müssen wir natürlich auch einen Spritdruck erzeugen. Also im Prinzip, die Pumpe darf jetzt nicht nur ins Leere fördern, sondern wir haben jetzt hier an dem Ausgang der Pumpe, müsst ihr euch jetzt vorstellen, die wird jetzt nach vorne zu den Hochdruckpumpen gehen. Und wir haben jetzt einfach als Beispiel eine alte Spritrelle von einem Corsa genommen. Da haben wir Vorlauf. Dann ist hier der Benzindruckregler. Also wir haben alles, was bis zum Benzindruckregler hin, da liegen 5 Bar an. Dann haben wir hier noch ein kleines Manometer dran gemacht, wo wir den Spritdruck auch mit kontrollieren können. Und wir haben dann im Prinzip bis vorne an den Hochdruckpumpen 5 Bar anliegen und alles, was dann über den Druckregler hinten rausgeht, da können wir im Prinzip die Durchflussmenge mit messen. Das ist im Prinzip das, was nachher die Hochdruckpumpen vorne an Sprit zur Verfügung haben, was die verbrauchen können, um in den Motor reinzuschieben. Also das eben kurz dazu, dass wir jetzt hier einmal die Druckseite haben, wo wir Druck mit messen können. So, jetzt haben wir natürlich hier erstmal ein bisschen wenig Sprit nur. Da müssen die Jungs gleich nochmal eben zur Tankstelle fahren, ein bisschen Sprit holen. Wir können euch aber zeigen, wie super die Saugstrahlpumpe hier in dem Tank funktioniert, dass man wirklich bei fast leerem Tank immer einen vollen Strudeltopf haben und die Füllmenge reicht sogar noch aus, um sogar unseren Zusatzstrudeltopf auch noch mit Sprit zu füllen. Das können wir jetzt mal eben zeigen. Wenn die Jungs gleich mit dem Spritkanister kommen, dann können wir nochmal eine Durchflussmenge messen. Mit originaler Pumpe und einmal originale Pumpe plus unsere Zusatzpumpe. Wir haben jetzt also den Fall, dass der Tank im Prinzip auf Reserve ist. Wir haben also den Strudeltopf, der ist jetzt auch relativ leer, der auch. Und das ist hier unser Saugstrahlschlauch, der geht hier unten in die Ecke. Der saugt also die letzte Pfütze Sprit aus dem Tank noch raus. Und ihr müsst euch vorstellen, die komplette Einheit ist normalerweise im Tank komplett im Sprit drin. Ja? Also das Einzige, der Deckel hier, der ist mit einer Feder, der hält die ganze Geschichte auf dem Boden vom Tank. Und das ist das Einzige, was wir oben sehen. Jetzt ist hier ein bisschen, wir haben schon ein bisschen gekleckert, hier ist nicht schlimm. So, ich schalte jetzt einfach mal die Pumpe für 30 Sekunden ein und dann könnt ihr mal sehen, wie schnell der Topf überläuft, bis der vollgesaugt wird hier.
Obwohl der Tank fast leer ist. Das machen wir jetzt mal eben. So, die Pumpe läuft jetzt langsam hoch. Hier ist unser Rücklauf. Den machen wir einfach nur in den Tank rein. Und dann seht ihr schon, das Ding ist schon voll. Der andere Strudeltopf wird mitgefüllt. Wir haben jetzt so wenig Sprit drinnen hier in dem Tank, dass hier sogar schon Luft angesaugt wird. Müssen wir gleich nochmal wiederholen mit ein bisschen mehr Sprit im Tank. Und dann sind ja auch keine Luftblasen mehr. Ne? So, nach 30 Sekunden geht die Pumpe von alleine wieder aus. Ist natürlich ein geiles System. Ja, einige Leute sind ja auch der Meinung, es wird was bringen, unten in diesen Strudeltopf Löcher reinzubohren, damit halt der Strudeltopf mehr Kraftstoff ansaugen kann, wenn man eine dicke Pumpe verbaut hat. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil wenn ich den Tank wirklich fast leer habe und ich habe dann unten Löcher im Strudeltopf, dann ist der Strudeltopf auch fast leer. Ja, dann hat man in Kurven immer das Problem, dass die Pumpe immer Luft ansaugt, weil der Sprit ja zur Seite schwappt. Deswegen Strudeltopf auf jeden Fall niemals Löcher reinbohren. Alles original lassen funktioniert in der Regel immer am besten. So, und jetzt machen wir nochmal die Vorführung mit ein bisschen mehr Kraftstoff drin und dann können wir gleich mal die Durchflussmenge testen. Wir messen dann erst die Durchflussmenge, nur die originale Pumpe und dann schalten wir die Zusatzpumpe einmal mit dazu. So, hier unten kann man auch nochmal sehen, unser Spritdruckmanometer. Also wir haben den Druckregler ein bisschen gestaucht, jetzt ist also ungefähr 5 Bar, das ist auch das, was wir in dem Fahrzeug im Betrieb haben. Das nur nochmal dafür, dass wir Manometer haben müssen. Wenn wir jetzt den Druckregler, also wenn wir jetzt die Rail komplett weglassen würden, dann würde die Saugstrahleinheit gar nicht funktionieren, weil die funktioniert nur dadurch, wenn Druck anliegt. 20 Minuten später. Ja, nochmal kurz ein Wort zur Sicherheit. Wir haben natürlich hier überall die Feuerlöscher aus dem Prüfstand jetzt hier versammelt. Die stellen wir jetzt nicht ins Bild, weil wenn es brennt, rennen ja erstmal alle weg, dann kommen wir an die Feuerlöscher nicht mal dran. Deswegen haben wir die hier verteilt. Normalerweise sollte man so eine Sache auch lieber im Freien machen. Und vielleicht auch mit einer Flüssigkeit, die nicht brennbar ist. Aber wir haben jetzt halt das Auto auf der Bühne stehen, der ist nicht bewegbar, deswegen müssen wir es hier drin machen. Ja, so, wie gesagt, Feuerlöscher stehen alle bereit und jetzt machen wir nochmal eine Messung. Also wir messen jetzt erst die Durchflussmenge von der originalen Pumpe bei 5 Bar Kraftstoffdruck. Dazu haben wir jetzt hier einen Messbecher. Ich lasse die Pumpe jetzt für 30 Sekunden wieder laufen und dann gucken wir mal, was da an Durchfluss durchgeht. Und los geht's. Dauert natürlich ein paar Sekunden, bis die Pumpe hochgelaufen ist, bis der Sprit kommt. Ja, hier unten kann man schön sehen, 5 Bar Spritdruck. So, da haben wir 1,4 Liter in 30 Sekunden. Das heißt, wir haben 2,8 Liter in einer Minute mal 60, 120, 48, 168 Liter in einer Stunde. Bei 5 Bar ist schon mal okay. Jetzt machen wir die zweite Messung. Ich glaube, weiß aber nicht, ob der Bottich dafür reicht. Wir probieren es mal aus. Bevor es überläuft, müssen wir halt sonst die Messung stoppen. Ich kippe das erstmal wieder zurück. So, zweite Messung. Originale Pumpe plus Zusatzpumpe gleichzeitig für 30 Sekunden. Ich habe jetzt hier jemanden, der die zweite Pumpe mit einem Überbrückungskabel mit einer Fahrzeugbatterie auch mit 13,5 Volt versorgt. Sobald ich die Messung starte, wird der auch den Pluspol auflegen. Und dann können wir hier gleich die Messung, die Durchflussmenge messen. Ich hoffe, dass der Behälter dafür reicht. Ansonsten müssen wir halt die Messung vorher abbrechen. Dann müssen wir in einem anderen Behälter mal messen. Und wir können auch gleich nochmal gucken, dass dann, selbst wenn die andere Pumpe mitläuft, dass der Strudeltopf von der Zusatzpumpe trotzdem nicht leer läuft. Und los geht's. Aber stopp. Ja, da sind wir bei 2,2 Liter ungefähr. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr Sprit hier reinfüllen, weil die Pumpe sonst Luft saugt. Also neuer Test, 30 Sekunden. Bist du bereit? Und los. Gucken, bis die aufhört hier. Oh, 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 stopp! So, jetzt haben wir hier, ich sag mal 2,2, 2,3 Liter ungefähr. 276 Liter in einer Stunde. Und dann hatten wir vorher 168, ne?
sind sie ungefähr 50% mehr. Jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Und damit haben wir auf jeden Fall Sprit für über 1000 PS, die hinten aus dem Tank nach vorne kommen. Die Hochdruckpumpen, da sind wir bei, da haben wir gesagt, 730 PS ungefähr gehen mit den originalen Hochdruckpumpen. Die anderen Pumpen sind vom Kolbendurchmesser ungefähr 30%, haben die mehr Fläche, 30% größer. So, das sind nochmal 210, 220 PS drauf. Also sind wir auch schon so bei 930, 940, 950 PS, die mit der Spritversorgung auf jeden Fall gehen, die wir im Auto haben. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir haben noch die Wassermethanol-Einspritzung. Also durch die Wassermethanol-Einspritzung können wir ja von der Spritversorgung her nochmal das ganze Gemisch ein bisschen runterfahren. Und ich sag jetzt mal, mit dieser ganzen Geschichte, die wir ja haben, da haben wir auf jeden Fall Kraftstoff für über 1100 PS. Und das ist eigentlich schon eine sehr coole Sache. Und das Coole ist auch an der Sache, das Auto fährt wie Serie. Also ich habe hier weiter ein bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem. Die Pumpe wird also nur so stark angesteuert, wie wirklich Kraftstoff vorne gebraucht wird. Und wenn es richtig zur Sache geht, Ladedruck anliegt und der Druck abfällt, wird über die Zusatzelektronik die zweite Pumpe mit dazugeschaltet. Und wir haben auf jeden Fall für richtig Dampf vorne richtig Kraftstoff zur Verfügung. Ja, ich hoffe, euch hat das Thema Spritversorgung hier beim RS6 gefallen. Die Sachen, die wir hier heute gemacht haben, die kann man auch wunderbar auf andere Autos übertragen. Wir haben zum Beispiel beim R8 eine ähnliche Konstruktion verbaut, nur dass da im Tank schon direkt Platz für eine zweite Pumpe vorgesehen ist. Da brauchen wir also nur Löcher reinbohren, um die Pumpe reinzusetzen. Und dann haben wir aus dem 3D-Drucker so einen Adapterring, den wir da reinnehmen. Die Konstruktion verkaufen wir auch. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was euch sonst noch interessiert. Wir sind jetzt hier noch an dem Umbau mittendrin. Wir machen jetzt noch die Konstruktion für den Single-Turbo mit den Krümmern vorne. Die Zylinderkopfänderungen müssen wir euch auch noch zeigen. Schreibt sonst gerne, wenn euch noch was einfällt, was ihr auf jeden Fall sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Dann versuchen wir das noch in eines der nächsten Videos mit einzubauen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.